Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line um sie 2. Jetzt habe ich so gesagt, das kriege ich bestimmt von Josh Haue. Ist egal. Hallo Andi. Hallo, hallo und hallo. So, du kriegst jetzt von Chakoti Haue. Eben. Aber du hättest das die zweite Silbe vom Hallo mehr betonen müssen. Hallo, hallo und am Ende der Folge sagst du dann Hallo. Okay, wir... Ich wollte den Chakoten ein bisschen mit einbringen, deswegen habe ich das jetzt gemacht. So. Also, wir haben jetzt... Haben wir damit getan. Wir haben jetzt doch den Bus gewechselt. Und ich habe hier schon mal die Klappfenster aufgemacht, weil wir haben es 21 Grad. Wir wollen ja nicht schwitzen in dem Karren. Aber warte mal, ich muss Carsten da bei der Gelegenheit auch noch mit einbringen. Ja, Nee, das kann ich nicht. So. Das kann ich nicht, das kann Carsten am besten. Ja, weil Carsten auch Carsten ist, ne? Der Carsten, ja. So, den Karren zu. Oh, guck mal, da habe ich die Türfix-Geschichte schon installiert. Sehr schön. So. Wann fahren wir denn jetzt? Jetzt. Können wir jetzt fahren? Sag mal, ist dir das schon aufgefallen hier? Das Was hier? Denn? Nee. Kannst du im Einstellungsmenü einstellen. Cool. Cool, ne? Mhm. Immer so durch Zufall aufgefallen. Das ist nachts ganz hilfreich, dann kannst du das Display besser lesen. Wie hast du das jetzt eingestellt? Du gehst, über Mode, oder? Du gehst auf Mode und dann hast du Taste 1 für Anzeigenbeleuchtung, Taste 2 für Tastenbeleuchtung. Geht die Kontrastanzeige auch? Nein, die geht nicht. Aber trotzdem, schöne Idee. Schöne Idee, ne? So, mhm. Was haben wir denn? Linie? 27. Genau, dankeschön. So, wir sind wahrscheinlich, du warst Route 1, wa? Ja. Gut, dann sind wir Route B. Gehe ich von aus, ich habe ja Blödfunktion benutzt. Alheim-Breckerfeld. Schön. Nee, das ist die falsche, Julian. Ja, das Problem ist, ja, du müsstest jetzt bei Sonderziel hier über Mode, du hast ja hier nur A und B, um ja, halt mehrere Routen zu schildern, musst du über Sonderziel die Zielnummer eingeben. Die haben wir nicht. Blödfunktion. Ja, mache ich auch gerade. So. Das sieht doch besser aus. Sehr schön. Julian. Was? Julian. Ja, flüster bitte ein bisschen lauter. Wir stehen am Osterfelder Markt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, du bist vom Osterfeld Markt nach Heide gefahren. Und bist du dir sicher? Hundertprozentig, weil ich dich noch gefragt habe, oder weil ich dich noch Heide genannt habe, weil auf deinem Bus Heide stand. Echt? Ja. So, nein. Heide Mitte fangen wir an, das ist richtig. Perfekt. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen Brain AFK. Kannst du auch sein. Was steht denn ich da mein, links eigentlich? Hä? Was steht denn da eigentlich links? So ein Bums-Dings. Sieht fast aus wie so eine halbe Windmühle, oder? Können wir mal gucken, während die Leute hier zusteigen. Irgend so ein Betonteil. Ja, so ein Turm. Ach, ein Turm. Ja. Der ist aber auch neu. Der ist neu, ja. Mhm. Ein Turm. Ein Türmchen. So, wir haben jetzt noch 0,8. Oh, bevor wir losfahren. Doch mal vor, das dauert noch so lang. Ach, ja. Besser. Jetzt haben wir noch 0,1. Pass auf, jetzt will noch jemand mit. Natürlich, Manni will mit. Manni? Hat sich noch keiner beschwert, dass es zu warm ist. Wir haben ja 21 Grad in dem Karren hier. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen das Fenster offen hier. Halt jetzt hier an. Eins. Ach komm, ey. Ich hab das geht dir gut los. Ja? Ich habe bei dir auch nicht gezählt. Ich habe doch selber mitgezählt. Bei mir waren es 3. Du hast noch 2 übrig. Ja, wobei, mir sind sie ja hinten drauf gefahren. Ja. Ja, guck mal, da kannst du gut dran vorbeifahren. Da kannst du wunderbar noch dran vorbei. Da ist noch jede Menge Platz. Das ist ja nicht so wie die Einfahrt hier ins Osterfeld, ja. Osterfeld passt irgendwie so ein bisschen. Es ist ja fast Ostern. Fast Ostern, in einem Wöchelchen ist Ostern. Vielleicht kommen wir doch mal aufs Thema zurück. Vielleicht kommt ja unser neues Add-on zu Ostern. Das kann aber tatsächlich sein.
gar keine doofe Idee, oder? Ist das gar nicht. Vielleicht kommt der Hase um die Ecke gehoppelt mit einem C2 unterm Löffel. Unterm Löffel. Ja. Warum fährst du eigentlich nicht? Weil da ein Auto kommt, was rechts rein. Ja, da wären aber noch 3 Busse durchgekommen. Das hat dir jetzt auch gar nichts gebracht, habe ich so das Gefühl. Nee, hat es nicht. Ja, dann guck mal, dass du rumkommst. Warum fährst du eigentlich schon wieder mit Tastatur? Weil ich wieder bei meinen Eltern bin. Ja, dann kauf dir mal so eine Soft-Tastatur. Deine hört man so stark. Ja, das tut mir leid. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, was stand da denn? War das ein Blitzer? Nein, das war eine Mittelinsel. Nein, da stand doch was auf der Mittelinsel drauf. Da stand doch ein Blitzer. Ein Schild. Nein, geh mal zurück. Da stand ein Blitzer. Der sah zwar ein bisschen anders aus als die, die ich kenne, aber meiner Meinung nach war das gerade ein Blitzer. Das ist ein Warndingen. Das ist kein Blitzer, oder? Du, ich habe gerade Standbild. Das ist ein Blitzer. Andi. Sag ich doch. Das reicht. Ja. Ja. Funktioniert der auch? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht getestet. Mach doch mal ein Foto. Klick. Ja, schön. Bezahlst du dann, ne? Aber du müsstest vielleicht mal deine Bildschirmübertragung neu starten. Das weil eben kurz die Bildschirmübertragung weg war. Jetzt kam sie zwar wieder, aber jetzt habe ich Standbild. Ich starte die an der nächsten Haltestelle neu. Ist das okay? Mhm. Wir haben ja auch eigentlich ein Thema. Ja. Wir haben ja jetzt gerade in Part 1 schon über das neue Rheinhausen-Addon gesprochen, was der Andi jetzt gerade auch schon wieder eingeleitet hat. Wenn ihr das dazu haben wollt, dann guckt in Part 1 vorbei. Vielleicht fehlt euch dann auch was Gewisses, was wir jetzt dann hier reden. Mhm. Und denkt dann euch so, wir gehen hier ab, komisch. Mhm. Es geht um das Thema Payware. Und Explain. Und Explain? Ja, das steht da auf dem Haltestellenhäuschen rechts. Ach Gott. Nee, es geht nicht um Explain. Schleichwerbung. Ja, ich sehe die ganze Zeit das Haltestellenhäuschen. Erzähl weiter, ja? Also, momentan, nachdem dieses Addon angekündigt wurde, ist halt der Kessel übergelaufen. Global. Was es angeht zum Thema Payware-Addons in OMSI. Und ich mach mal gerade die Übertragung. Oh, jetzt sehe ich gar kein Global mehr hier, das ist weg. Zum Thema Payware-Addons in OMSI. Weil jetzt es wieder halt vorgekommen ist oder vorkommt, dass eine eine Freeware-Karte, die immer Freeware sein sollte, Wasserkraftwerk. Jetzt Payware wird. Und zwei. Was denn? Da war gerade eine Unfallmeldung, 2. Nein, das war die vom ersten. Ach so. Na, dann glaube ich dir das mal. Ich dachte gerade schon mal hier. Andi, du blutest. Was kommt davon? Da habe ich mich verschluckt. Schade. Ja. Beim Lachen ist verschluckt. Ist aber noch da. Auf jeden Fall. Besteht jetzt halt die Sorge der User, weil jetzt auch gerade wirklich in relativ kurzer Zeit viele Payware-Addons gekommen sind. Zum Teil jetzt eben halt auch Busse, nur ohne Karten. Gibt es halt jetzt eine gewisse Sorge in der OMSI-Userschaft, dass Addons jetzt, dass es jetzt so ausartet wie im Train Simulator. Über Heidersee. Allerdings, ja, Andi, willst du mit deiner Meinung anfangen dazu, zu dem Thema? Ja gut, das Interessante ist ja, wir hatten das, es ist eine Weile her, aber wir hatten das Thema ja eigentlich schon mal. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Wo man schon mal so ein bisschen über dieses Thema philosophiert hatte, was jetzt Payware und Nicht-Payware angeht, etc. pp. Und ich kann mich auch erinnern, es gab schon öfters diese Diskussion, Train Simulator und über tausende Euro an Add-ons etc. pp. Und jetzt ist halt, wie Julian schon sagt, diese Sorge da, dass das bei OMSI auch so sein sollte. Nur man sollte halt auch das Verhältnis mal betrachten. Und Payware ist ja im Prinzip nichts Verkehrtes. Ja, es ist nichts Verkehrtes, es kommt halt immer drauf an, was die Payware bietet.
Und ich denke mal, wir haben bei Omsi da natürlich eine Mischung aus geht so bis gut bis sehr gut. Kann man, denke ich, auch so sagen. Ja, ist halt immer... gerade, ich weiß, du wirst ihn zählen, aber gerade mal wieder und ich habe nicht stark gebremst. Ja, hatten wir ja bei mir auch schon. Also das ist mit dem letzten Patch ist es wieder unheimlich gut geworden. Wahrscheinlich ist es wirklich am besten, man muss, wenn man einen Gelenkbus hat, extrem langsam an die Haltestelle anfahren und ins Bremsen kommen. Ich glaube, das ist nicht mal gelenkbusabhängig. Ich glaube, das passiert ja auch bei Solobussen. Wobei, in letzter Zeit hatte ich es eigentlich bei Solobussen gar nicht mehr. Ja, aber ich fahre halt auch. Campus, Haierstraße. Nein, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, es gab eine Zeit, da war teilweise auch die Schreierei groß, wo es noch gar keine P-Ware gab. Und es gab ja den einen oder anderen Entwickler von Freeware, ja, der tatsächlich dann auch gesagt hat, hier, ihr kriegt das als Freeware. Allerdings würde ich mich natürlich über eine Spende freuen. Klar. Ja, das hatten wir seinerzeit ja bei Julian gehabt. Also unserem 405N2 Julian, nicht bei dir. Und hatten es, glaube ich, auch bei Bahnfan. Also es waren schon so ein paar Add-ons dabei aus dem Freeware-Bereich, wo halt wirklich gesagt wurde, ihr könnt, wenn ihr möchtet, spenden. Ja. Fand ich auch im Prinzip immer absolut gerechtfertigt und in Ordnung. Und selbst da war die Schreierei da. Also letztlich, recht machen kannst du es keinem. Es ist halt auch immer so dieses, was wird geboten für den Preis, dieses Manko da dran, sag ich jetzt mal. Die einen sagen halt, oh super, da wird ganz toll was geboten und die anderen sagen, ja brauche ich nicht. Ja Leute, ihr müsst es euch aber auch nicht kaufen dann, ehrlich gesagt. Wie eben. Guckt es euch an, es gibt dann meistens schon sehr zeitig genug Videos dazu, wo ihr einen Einblick bekommt und wenn ihr sagt, gefällt mir nicht, dann lasst das halt. Ja. Also es ist auch so eine Sache, der Ansicht bin ich halt auch. Also zum einen steht es erstmal jedem frei, sich für die Arbeitszeit, die man für so ein Addon halt aufwendet, sich dafür entlohnen zu lassen. Zumal dann noch dazu kommt, wie Andi schon sagte, man muss das Addon nicht kaufen. Man ist doch nicht dazu gezwungen, das Addon zu kaufen. Dass ich verstehen kann, jetzt gerade bei Rheinhausen ist es eine Sache, es ist im Prinzip, keiner weiß, wie sich die Karte verändert hat. Letztendlich, vom Namen her, wenn er sie jetzt, blöd gesagt, wenn er sie jetzt, Raushofen nennt. Raushofen nennt, genau. Raushofen, aber die Karte sieht so aus. So, dann wäre der Aufschrei jetzt nicht da gewesen, sondern dann wäre der Aufschrei da gewesen, wenn die Leute gemerkt hätten, Moment mal, das ist aber sehr ähnlich von Rheinhausen. Das wäre dann da gewesen, also... du kannst es den Leuten nicht recht machen. Nein. Da war eine Haltestelle. Ist richtig. Ich habe sehr viel Beschleunigung auf dem Hügel hier bekommen. Dann, gut, bei Rheinhausen ist es halt wirklich das Problem, was die User stört. Es ist wieder eine Karte, die als Freeware geglaubt, jetzt Payware wird. Und eine Karte, die, beziehungsweise halt das dritte Fahrzeug von Darius Bode, der nun mal ein C2 wieder ist. Klar kann ich zum Teil halt auch verstehen, dass man sich da ärgert, dass man für diesen Bus und für die Karte, obwohl es ihn früher schon auf gab, der Latte Universität Geld bezahlt. Das ist natürlich wieder subjektive Meinung, man muss es nicht machen, haben wir gerade eben schon besprochen. Jeder darf sich dafür entlöhnen lassen und so die Masse, wie es nun mal in Train Simulator ist, was der Andi halt auch gerade schon gesagt hat, ist es in Omsi noch nicht. So, die Leute beschweren sich, dass für zum Teil mindere Qualität viel Geld verlangt wird, kaufen es dann aber trotzdem. Das ist dann so der Teil der Community, der dann halt sagt, nee, selber machen keinen Bock, weil ich kann, keinen Bock zum Lernen. Aber ich beschwere mich auch darüber, über die Payware, dass die halt nicht der Qualität entspricht, wie ich sie gerne hätte. Dann darf man sich aber auch nicht beschweren, weil wenn man jetzt sagt, man hat schon wirklich viel gemacht, man hat Ahnung davon und setzt sich hin und kauft sich dann was wirklich einem überhaupt nicht gefällt, dann
kann man sich natürlich auch beschweren. Klar, man darf sich auch beschweren, wenn man dafür Geld ausgegeben hat. Aber man kann dann nicht im Allgemeinen sagen, boah, die Qualität von Umsi, das wird ja richtig zum Train-Simulator, das geht gar nicht. Und was weiß ich, also, das ist dann schon extremer. Ich meine, du musst halt, du hast ja so schön vorhin schon die Worte gefasst, ich meine, wir können das ja auch gerade nochmal aufzählen. Überleg mal, du bringst jetzt meinetwegen eine Karte raus, noch nicht mal einen Bus dazu, ja. Du musst bei der Karte, du musst Objektbau machen, ja, sofern die Karte das dann auch mitliefert. Du musst Objektbau machen, du musst natürlich dann auch die Freizeit zum Großteil darin investieren, rumzurennen und überall Fotos zu machen, die zu bearbeiten. Dann brauchst du wiederum auch, gehe ich mal stark von aus, irgendwelche Zusagen von Läden etc. Darf ich auch wirklich dieses Foto machen und das dann auch so nennen? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich der Publisher darum kümmert, ja. Das sind halt alles so Sachen, wenn du einen Bus baust, ist das nicht viel anders. Du brauchst Sounds, du brauchst vernünftige Texturen. Ich meine, das geht ja alles auch irgendwo in die eigene Zeit rein. Du brauchst dann auch, sei das Kartenbau oder sei das Busbau, wirklich enorm, muss man wirklich sagen, auf Dauer ist das wirklich enorm viel Strom, der ja im Prinzip benötigt wird, damit der PC läuft, ja. Ohne PC kann sie keine Karte bauen und kann sie keinen Bus bauen. Ist einfach so, ja. Das muss man halt auch bedenken und ich denke auch einfach mal, ich habe zwar jetzt da überhaupt keinen Einblick rein, aber ich gehe mal von aus, dass die Leute wirklich, die diese Add-ons entwickeln, da natürlich auch nicht den vollen Betrag von erhalten, sondern da geht natürlich mit Sicherheit einiges an Lizenzen, da geht mit Sicherheit einiges an Publisher noch. Da bleibt wirklich dann auch nicht wirklich so viel übrig, wo dann wirklich derjenige sagt, ich bekomme da massig Kohle für. Ja, eben. Das muss man halt auch sehen. Das kommt halt dazu, man verdient sich an solchen Add-ons weniger Geld, als dann letztendlich der Preis ist, der da steht. Ich denke mal einfach, man freut sich letztlich als Entwickler, denke ich mal einfach nur drüber, wenn man da was raushaut und merkt dann einfach, es kommt gut an. Und wenn man dann natürlich Gegenreaktionen bekommt, ist das dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Beste und Tollste. Aber da muss man dann halt auch mit umgehen können. Das ist halt die Gegenseite, ja. Eben, das kommt dazu. Und es ist die halt einen können es halt, die anderen können da überhaupt nicht mit umgehen. Das ist halt schade, aber das ist leider so. Bei Rheinhausen zum Beispiel ist es auch gerade so, wir haben ja einmal gerade eben das auch schon breit getreten, man weiß nicht mal den Preis, aber es wird schon Teufel an die Wand gemalt. Vielleicht kostet es ja auch nur 20 Euro. Wenn das aus wirklich so einem Grund jetzt Payware wurde, wo es jetzt Payware draus wurde, dann ist es den Entwicklern, sprich Zane und seinen Leuten auch egal, wie viel es kostet. Ja, den Preis macht sowieso, denke ich, der Publisher. Eben. Also letztendlich kann man das sehen. Also man wird sehen. Ich finde nicht, dass sich Omsi in die Richtung Payware wird jetzt in Richtung nur Payware. Wir haben immer noch unsere Freeware-Ersteller, die immer noch gute Busse liefern, immer noch ständig coole Sachen machen. Also der Freeware-Markt wird kontinuierlich erweitert. Ey, ich hab grün. Hallo? Ah ne, die auch. Klar. Ich bin blöd. Wie gesagt, es ist ja nicht so, bei Train Simulator ist die Freeware-Szene kleiner als die Payware-Szene. Bei Omsi ist die Freeware-Szene größer als die Payware-Szene. Das muss man auch mal so sehen. Weil man kann auch ohne die Payware-Addons. Es ist gerade scheiße, ich sitze in einem Payware-Addon, aber da ist es auch wieder Qualität. Und das ist jetzt wirklich mal in Relation, von Relationen her abgesehen, trotzdem für mich ein fairer Preis gewesen, weil man bekommt für wirklich klasse Busse bekommt man für einen guten Preis was geboten. Und das Überwalding gut. Und ich finde, und jetzt dass es nicht übertrieben ist. Jetzt mal. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, im Prinzip ist es ja letztlich so, es gibt sogar Leute im Freeware-Bereich. Ich denke mal alle, das ist klar, wer das jetzt sein mag. Ja, es gibt wirklich Entwickler im Freeware-Bereich, die auch wirklich sehr gute Busse bauen. Da wäre ich zum Beispiel auch der Erste, der sagen würde, das hole ich mir sogar mal als Payware-Addon, ohne da großartig vorher zu sagen, das wird scheiße. Ja. Ja.
Man muss halt immer abwägen, man muss gucken und es gibt Leute dann, das sagt man von vornherein, ja, das wird super. Da braucht man eigentlich gar keine Angst haben. Ja? Nee. Und ich sage auch mal so, letztlich, was ich zum Beispiel jetzt nicht machen würde, wo ich halt nicht so unbedingt ein Freund von bin. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt was entwickle, ich meine, wir haben jetzt das typische Beispiel DX, der wird kostenlos sein, daran wird sich auch nichts ändern. Ich würde nie im Leben sagen, so, ich baue jetzt einen Bus, ja, der wird Freeware und dann urplötzlich komme ich um die Ecke und sage, der wird Payware. Ja. Also ich sag mal, entweder ich fahre die eine Schiene oder ich fahre die andere, aber ich würde nie praktisch da plötzlich halt was anderes sagen. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn man sich dann halt auch wirklich auf was freut und dann urplötzlich wird was komplett anderes erzählt. Das ist halt so wieder so eine gewisse Kehrseite, die ich halt so ein bisschen sehe. Das ist natürlich jetzt bei den zwei Addons, wir wissen beide, wir wissen alle, welche Addons gemeint sind, Rheinhausen und das andere mit der Stadt im Ruhrgebiet. Sind nun mal, weswegen da der Aufschrei auch groß ist. Letztendlich kann man es bei Rheinhausen schwer beurteilen, weil man, wie gesagt, den Preis noch nicht weiß. Aber bei dem anderen Add-on war es wirklich eine Freeware-geglaubte Karte, die dann auf einmal einen wirklich hohen Geldbetrag kostete. Und das war schon ein Aufschrei. Lindemannstraße. Jetzt bei Rheinhausen kam der halt schon früher, weil die Leute befürchten, dass es sowas wird, wie bei besagtem anderen Add-on. Ja, aber dann dürfte sich auf der anderen Seite halt auch derjenige, der das Add-on entwickelt, nicht drüber wundern, weil ich kann nicht heute sagen, so, ich fahre jetzt grün und morgen sage ich, ach, ich fahre jetzt rot. Ja, klar. Ich meine, da muss ich mir halt auch wirklich im Vorhinein Gedanken drüber machen oder muss zumindest das Ganze dann versuchen, ein bisschen anders anzugehen. Und wenn ich erstmal eine Umfrage mache und gucke, wie die Leute überhaupt drauf reagieren, wenn mir das unbedingt sehr wichtig ist, wie die Leute drauf reagieren. Eben. Oder ich gehe halt einfach durch die Tür und sage, interessiert mich nicht die Bohne, dann dürfe ich mich aber auch nicht drüber aufregen. Nee, ja. Ich glaube, das hat Zane aber auch nicht. Und Zane macht das zum Beispiel überhaupt nicht. Zane sagt, das ist so und das finde ich dann aber auch richtig. Er zieht das dann halt auch konsequent durch. Eben, ja. A zieht das durch, B, ich glaube, er hat jetzt im Thread nicht... Ne? So. Ich weiß, ich habe leider den Thread nicht im Kopf. Aber ich glaube, er hat jetzt da nicht zurückgefeuert. Ich glaube, er hat sich da relativ neutral gehalten. Oder? Ja, das zum einen. Und ich glaube, Zane ist auch einfach, was das angeht, als Person. Also so wie ich ihn jetzt so im Forum erlebt habe bisher, wenn ich wirklich Beiträge von ihm gesehen habe, cool, er ist auch wirklich ein Mensch, der sieht das alles sehr gelassen. Ja, ist gechillt. Zane ist da ganz locker und ruhig bei. Ich glaube, wenn wir jetzt die Karte fahren würden, ja? Ja, wir würden uns jetzt Rheinhausen holen und würden da jetzt auch mal Kritik hier und da ausüben, sehen wir da keinen Mensch, der dann sagen würde, ey, ihr seid bescheuert, ey, was fällt denn euch ein? Keine Ahnung. Und würde da ein Riesentheater machen, der würde dann entweder sagen, ja gut, die haben recht, oder er würde halt sagen, ja, habt ihr mal eure Meinung, ist mir wurscht, ist mir Latte. Ja, ja, also bei Rheinhausen... Und das ist aber auch der richtige Weg. Eben, ich glaube, bei Rheinhausen stand aber auch schon damals, als die letzten Posts so in dem Thread da abgegangen sind, stand aber, glaube ich, auch schon zur Frage, wird's mal Payware oder nicht, meine ich. Wenn mich jetzt nicht komplett alles täuscht. Da wurde nämlich schon mal diskutiert, wird Payware oder nicht. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre und da man jetzt von Rheinhausen nicht mehr viel gehört hat, kann er das auch, ne? Wenn er kontinuierlich geschrieben hätte, ja, das wird auf jeden Fall Freeware, das wird auf jeden Fall Freeware und jetzt dann Payware, dann kann ich verstehen, dass sich die Leute da aufgeregt hätten. Hätte ich auch scheiße gefunden. Aber letztendlich, man muss es sehen. Rheinhausen bin ich jetzt auch zum Beispiel, ich sehe das nicht skeptisch dadurch, weil ich die Rheinhausen-Qualität kenne. Ich kenne die Screenshots jetzt der Karte, die man auf Halicon sehen kann. Ich kenne Screenshots aus dem Thread. Die Karte verspricht einen Teil, also verspricht halt was, verspricht nicht zu viel. Und wenn der Bus ja doch wirklich verbessert wurde, wie es halt nun mal auch beschrieben wurde, hätte ich auch mal in 2015 AC2. Du solltest vielleicht wirklich versuchen, einfach den Bus, wie ich das schon sagte, als Gimmick zu sehen. Ja, der Bus ist, denke ich, auf jeden Fall ein Gimmick. Persönlich
du weißt es selbst, ich habe es auch schon im Video gesagt, ich habe auch bei dem anderen Addon wegen des Busses schon Gedanken gehabt, habe sie nie ausgeführt, aber ich hatte solche Gedanken. Wenn der Bus mich jetzt wirklich auch von der Kasse vom DFI überzeugt, dann freue ich mich auch wieder den Bus. Dann sieht man auch über kleinere Mängel hinweg. Mit der Kotenkasse der? Ja, der Kotenkasse zum Beispiel. Aber letztlich ist es ja so, ich habe ja keine Ahnung, was letztlich in diesem Rheinhausen-Thread stand. Ich habe das auch schon bei mir im Part gesagt. Nur man muss halt auch wirklich sehen, dass diese Karte meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, machen wir dieses Feld aus, meiner persönlichen Meinung nach wirklich im normalen Mittelfeld liegen wird, vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich glaube aber auch nicht, dass Rheinhausen im schlechteren Mittelfeld oder gar im untersten Mittelfeld liegen wird. Ich glaube sogar wirklich, die wird relativ gut, wenn du mich fragst. Also gehe ich nicht von aus und vor allen Dingen, man sollte vielleicht auch nochmal gerade, ich weiß, wir sind zwar da, aber vielleicht nochmal einen Punkt ansprechen. Wir hatten vielleicht auch noch so eine Sache, die eigentlich auch ganz gut gelöst war. Vielleicht war es ja wirklich bei Rheinhausen auch so. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wir hatten das ja so ähnlich auch schon beim dem Kandidaten, der jetzt hier steht, den ihr gerade seht. Da wurde ja auch schon von Anfang an sogar, glaube ich weiß es nicht, oder ab einem gewissen Zeitpunkt wurde gesagt, der Bus kommt oder die Busse kommen. Ja. Ob jetzt Free oder ob Payware, weiß ich noch nicht. Ja, stimmt. Ja? Irgendwann hieß es Payware. Und das ist zum Beispiel auch was man machen kann. Aber dann stellt sich kein Mensch halt drauf ein, so, das ist jetzt Freeware und dann ist es plötzlich Payware oder stellt sich einer drauf ein und spart vielleicht schon drauf an, dann plötzlich ist es Freeware. Ja, aber das ist ein guter Mittelweg zum Beispiel. So kann man es natürlich auch machen. So kann man es natürlich auch. Finde ich auch okay. Wie gesagt, zu Rheinhausen-Addon, bin mal gespannt. Lass mich da überraschen. Ich würde sagen, ist ein schönes Thema. Wenn ihr und auch was dazu kann schreiben Buch wollt. Drüber schreiben. Wir könnten jetzt hier noch ewig weiter quasseln, aber letztlich bringt es ja nichts. Also ja. Noch ganz kurz gesagt, Rheinhausen hat für mich auch einen Nostalgiefaktor, weil ich Rheinhausen war eine Karte, mit der ich in OMSI angefangen habe. Das war die erste Karte, die ich mir neben Berlin installiert habe. Deswegen wird Rheinhausen auch so ein bisschen, wie halt der U405 aus dem Real Life, wird Rheinhausen für mich auch so ein bisschen Nostalgiefaktor haben. Deswegen ist das bei der Karte eben halt auch wieder was anderes. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr genaueres von unseren Meinungen oder Umrisse über das Rheinhausen-Addon haben wollt, guckt da beim Andi vorbei, der ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr weiter eure, oder wenn ihr auch Meinungen dazu habt, schreibt sie bitte sachlich in die Kommentare. Also jetzt nicht auch bashen, wenn der andere anderer Meinung ist. Jeder darf seine Meinung so äußern, wie sie ist. Und wir wollen keine Kommentare so nach dem Motto, der Film, der ist so scheiße, weil die Kommentare werden partout dann auch wieder rausgenommen. Die werden dann verschwunden. Ja, also sowas wollen wir natürlich nicht lesen. Sachliche Meinung, wie gesagt, ja. Konstruktiv, sachlich, nicht Hetzjagd oder was weiß ich. Genau. So. Dann und du bist demnächst bei mir nicht mehr der Facelift-Julian, sondern der Altstadt-Rheinhausen-Julian. Und ich gehe jetzt tschö. Echt? Also ich wäre ja eher der Alki. Naja gut. Ich. Der Aldi Julian. Nee, Alki. Nee, das ist wieder was anderes. Ja, so. Alki. Tschö. Naja gut, Andi ist weg. Ich bedanke mich für euch beim Zuschauen. Andersrum. Bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.